Kennst du den schönen Spruch? A picture is worth more than 1,000 words. Ein Bild sagt mehr als 1,000 Worte. In der Schule sind neben Texten auch Bilder wichtige Informationsquellen. Daneben stellen Bildbeschreibungen nicht nur im Englischunterricht eine häufige Aufgabenstellung dar. Damit du bestens darauf vorbereitet bist, zeige ich dir hier, wie du bei einer schriftlichen Bildbeschreibung am besten vorgehst und welche Formulierungen dafür wichtig sind. Bevor du mit deiner Bildbeschreibung loslegst, nimmst du dir einen Moment Zeit, das Bild in Ruhe anzuschauen. Bevor du dich um das wichtigste Bildelement, zum Beispiel die Hauptfigur, kümmerst und danach Schritt für Schritt ins Detail gehst, solltest du eine kurze Einleitung verfassen. In deiner Einleitung solltest du erwähnen, ob es sich bei dem Bild um ein Gemälde, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.